Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesen Satz habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Ich habe dazu auch unglaublich viele Nachrichten bekommen, wann denn mal wieder Vlogs kommen. Ich bedanke mich dafür ganz, ganz herzlich bei allen, die es eben interessiert, die uns gerne durch unseren Alltag begleiten. Es ist halt schwer, ne? Man darf irgendwie nur zum Einkaufen raus. Ich fliege nicht in der Weltgeschichte rum, also denke ich mir, es passiert sowieso nichts Interessantes und deshalb habe ich die Kamera einfach auch ausgelassen. Außerdem, weil es unglaublich schwer ist mit allen Männern hier zu Hause. Der Liam, der schläft aber gerade, deshalb muss ich auch ein bisschen flüstern und die Jungs sind unten und machen Homeschooling. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, ich nutze die Gunst der Stunde und beginne einen Vlog. Hier mein Intro. Ich habe gemerkt, dass ich richtig lang gebraucht habe, um reinzukommen. Also es fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Aber ich möchte euch heute eben mitnehmen. Wir werden kochen. Ich habe noch so ein paar andere Ideen, die ich euch zeigen möchte. Ja, und dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich hoffe tatsächlich auch, dass heute noch mal ein paar Sonnenstrahlen vielleicht kommen. Es wäre ganz schön, irgendwie wird es nicht hell. Aber gut, wir haben es noch früh am Morgen und deswegen, ja, hoffe ich für mich selbst, dass das Wetter noch besser wird. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ja, und was macht die Heidi natürlich früh am Morgen? Putzen. Heute habe ich mir mal den Eingang vorgenommen. Nichts als die Wahrheit, ne? Mega spannend, mein Life. Der Liam noch ein bisschen schläft. Hier ist übrigens noch ein Paketchen. Das möchte ich noch für meine Mama fertig machen. Und zwar kann ich es euch ja mal ganz kurz zeigen. Da ist ein Herz drin. Ne? Zum Geburtstag. Ja, einfach ein Herz von uns. Ich werde nämlich ein großes Paket noch verschicken nach Italien. Aber ja, da muss ich heute noch mal kurz zu DM. Meine Mama wünscht sich nämlich noch einen Eyeliner. Also ja, aber einen blauen. Glaube ich, hat sie gesagt. Ich muss sie nochmal anrufen. Ja, also ich muss mich beeilen. Bis später. So, wir wollen jetzt los und der Liam möchte gerne die Crocs anziehen, aber draußen ist es zu kalt. Außerdem hast du so Entenfüße, Schatz. Musst du umdrehen. Lass uns doch lieber die anziehen, Liam. Die magst du, ne? Die sind noch von Moritz. Die sind 15 Jahre alt. Nee, Liam. Ach Gott, die haben wir länger. Ach Gott, wie lange haben wir die? Warte mal, jetzt hast du Entenfüße. Du hast die Entenfüße. Hatte die Mama hilft dir. Was hast du für Schuhe an? Sag's nochmal. Hm? Was ist denn das für eine Farbe, Liam? Grün. Grün, genau, das ist grün. Okay, und von wem sind die? Wem gehören die Schuhe? Mama. Dem Momo, genau, richtig. Aber jetzt gehören sie dir. So, okay, komm, geh mal schnell zum DM. Zum Edeka. Der Luki ist gerade da. Da oben ist der Luki in seinem Zimmer. Komm, wir wollen noch einkaufen. Auf geht's. Komm. Gut. Na komm, mein Schatz. Ja gut, es ist halt immer so, ne? Leben am Limit. Ich fahr mal zur Tankstelle. Jetzt waren wir noch einkaufen. Ja, es gibt Piccolinis. Haben sich die Jungs gewünscht. So sieht es jetzt hier aus. Okay, also dann alles ins Auto. Oh Mann, ich sag's euch. Jetzt noch ganz schnell den Kajal kaufen für die Mama. Hellblau hat sie gesagt. Also
ist ja eigentlich jetzt nicht mehr so die typische Farbe. Aber ich guck mal, ob ich was finde. Hm, der ist zu heftig. Ich glaube, ich nehme den, oder? Was meint ihr? Schwarz kann sie auf gar keinen Fall nehmen. Das wirkt zu stark bei meiner Mutter. Ich habe jetzt die drei genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Sorry, mit der Maske halte ich mich wahrscheinlich richtig komisch an. Naja, ich gehe jetzt mal da zur Kasse. Und dann nehme ich euch mit in meine Küche. Dann kochen wir. Ich habe jetzt schon wieder voll Hunger. Jetzt das Paket für meine Mama. Also sie wird eine Tasche bekommen zum Geburtstag. Dann hier noch ein Parfum. Übrigens, der Geburtstag, der ist schon rum. Ich bin leider zu spät. Hier habe ich noch ein paar Sachen von der Bank aufgehoben. Die hat eigentlich der Liam geschenkt bekommen, aber die werden an den Happy gehen, den nervigsten Hund der Erde. Kennt ihr ja, ne? Hier habe ich dann noch Hautpflege für die Mama mit rein. Kajalstifte habt ihr gesehen. Ich konnte mich ja nicht entscheiden, deswegen habe ich alle drei genommen. Wo ist der andere hin? Da ist er. So. Und dann habe ich hier noch so ein paar Sachen rein. Genau. So ein Putztuch wollte sie noch haben. Und hier ist ja das Herz, hatte ich euch gezeigt. Und ansonsten werde ich noch dieses Paket abgeben. Das ist eine Retoure. Die hat der Max mir schon mal hier hingelegt, ne, damit ich das dann erledigen darf. Klebe ich noch schön zu, aber ich wollte noch ganz kurz zu Edeka und ihr Marzipan kaufen. Meine Mama liebt Marzipan. Und dieses Teilchen hier, das steht hier auch noch rum. Das kommt nämlich runter in die Garage, denn das kommt auf den Sperrmüll. Das ist mir so heftig zusammengeklappt, als ich das Bügeleisen draufgestellt habe. Das ist nicht mehr so ideal, sieht man ja auch. Das habe ich 15 Jahre jetzt gehabt, ne? Also das hat den Zweck erfüllt. Also wollte ich euch nur kurz zeigen, weil es eben hier steht. Nicht, dass ihr euch wundert. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Post. Und da ist die kleine, feine Bella. Oh, jetzt ist sie wach geworden. Hm, Bella, alles okay bei dir? Hm? Habe ich dich geweckt? Habe ich dich geweckt, Bella? Hm? Du pennst doch eh den ganzen Tag. Alles okay bei dir? So süß. Hier inmitten des Chaos von Liam. Übrigens, diese Mickey Maus hier, schaut mal, die hat der Max damals als Baby bekommen. Oh mein Gott, ja. Ist quasi 21 Jahre alt, ne? Da haut man hinten so ein bisschen drauf. Ja, manchmal geht's, manchmal nicht. Und dann läuft sie los. Hallo. Jetzt. Ja. Fand der Max mega cool. Und der Liam eben auch. Warte. So, jetzt. So sieht sie auch schon aus, ne? Ziemlich mitgenommen. Aber hey, ist eine Erinnerung. Ne, Bella? Ja, genau. Sag einfach ja, Bella. Dann passt's. So, jetzt mache ich hier mal im Wohnzimmer weiter. Das absolute Chaos. Zwei Körbe Wäsche warten auch auf mich. Und ich frage mich ernsthaft, was eigentlich mit dem Wetter da draußen los ist. Es wird einfach nicht hell. Ich werde trotzdem später mit dem Liam natürlich rausgehen. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen bewegen. Aber es ist so schade, ne? Mit Sonne wäre es auf jeden Fall schöner. Hier ist die kleine, feine Bella. Und ich kümmere mich jetzt um die Wäsche, ums Wohnzimmer und schicke euch jetzt noch eine Sequenz online. Das hatte ich gedreht, weil eigentlich ein Vlog entstehen sollte, aber ich habe die Sequenzen dazu leider gelöscht, außer die. Und die wollte ich jetzt nicht löschen, weil es als Inspiration dienen soll. Keine Sorge, keine bezahlte Produktplatzierung. Aber der Liam, der ist total gewachsen. Und deshalb sind ein paar Sachen für seinen Kleiderschrank eingezogen. Und die wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, als Inspiration. Kommt jetzt im Anschluss. Ich mache die Wäsche für euch, die Sequenz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir es.
Guter Plan. Also der Liam ist in den letzten Wochen wirklich so enorm gewachsen und deshalb mussten jetzt hier mal einige neue Klamotten her. Ich zeige euch das Ganze als kleine Inspiration. Das ist keine bezahlte Produktplatzierung, nur zur Info für euch. Ich werde auch nicht am Umsatz beteiligt, aber ich habe vor einiger Zeit, also vor 2 Jahren ungefähr, einen Rabattcode für euch ausgehandelt. Der nennt sich Heidi10. Und falls euch irgendwas gefällt, könnt ihr damit gerne nachshoppen und eben Geld sparen. Aber wie gesagt, ich werde nicht beteiligt und das ist auch keine Produktplatzierung. Ich zeige euch die Sachen einfach nur als Inspiration. Hier dieses wunderschöne Longsleeve in Kombi mit dieser wunderschönen Jeanshose. Die hat er auch schon in einer Nummer kleiner. Die ist ultra bequem, wirklich. Das ist nicht dieser typische Jeansstoff. Es ist ideal für kleine Kinder eben geeignet, damit sie trotzdem rumturnen können und Spaß haben, aber trotzdem eben schick aussehen. Dann habe ich jetzt hier in Kombi so zum Beispiel diese Jogginghose. Die ist jetzt noch ein Ticken zu groß, aber die kann ich natürlich unten umschlagen. Fand ich auch ultra süß. Die Jeanshose werde ich unten auch umschlagen. Die ist jetzt auch leider noch ein bisschen zu groß. Ansonsten jetzt hier noch dieses Set. Das ist eigentlich offiziell deklariert als Pyjama auf der Internetseite. Aber ganz ehrlich, ich fand das so süß dann für den Sommer mit dieser Giraffe. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr auch findet, dass das eher als Pyjama durchgeht oder ob ihr das euren Kindern auch im Sommer anziehen würdet. Dann machen wir hier weiter mit 2 T-Shirts. Die fand ich ultra schön. Hier schaut mal bitte, wie hochwertig das aussieht. Vor allen Dingen spielt der Liam immer super gerne mit den Anhängern, die immer dabei sind hier bei Sigi Kid. Also das vielleicht in Kombi dann auch mit der Jeanshose zum Beispiel oder mit einer kurzen Hose. Dann hier dieses T-Shirt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Farbe vor allen Dingen und hier oben ist es bestickt. Also auch wieder sehr, sehr hochwertig. Hier ist es dann bedruckt und hinten ist es dann eben auch bedruckt. Den Hasen hier, den wollte ich ihm eigentlich zum Osterfest schenken. Den hat er allerdings schon ausgepackt. Ich bin ehrlich mit euch, hat ihm auch schon Socken angezogen, denn ihm war kalt. Ja, der war hier drinne. Dann haben wir jetzt hier noch diese kurze Hose für unseren kleinen Schatz hier. Das ist auch wieder bestickt. Die sieht jetzt so aus. Dann eben in Kombi mit den T-Shirts oder ja, vielleicht hier mit diesem T-Shirt. Muss ich mal schauen. Hier noch dieses Schätzchen. Das hat mir auch besonders gut gefallen, wenn es draußen eben kühler wird. Abends zum Beispiel, wenn man noch eine Runde spazieren geht. Hier hinten ist es auch besonders schön gemacht. Das ist auch wieder hier alles bestickt. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Pullover. Hier ist eine Tasche mit dabei. Hier ist wieder der Anhänger. Und ansonsten haben wir noch Socken, die dringend notwendig waren. Und das war es jetzt soweit von dem Haul für unseren kleinen Schatz. Vielleicht war ja was dabei, was euch auch gut gefallen würde für eure Kinder oder für das Patenkind zum Beispiel. Ja, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich verräume das jetzt alles, bringe es in die Waschküche und dann kommt es ab in den Schrank. Habe ich noch bei Ernstings Family gekauft, das fand ich total schön. Und zwar hatten sie das reduziert auf 8,99 €. Und das kann man dann hier einfach so, ja, drehen, diese Plättchen, also Eat, Sleep und dann Repeat. Mit einer Hand ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ja, Repeat, genau. Auch hier die Farbe wieder sehr, sehr schön, vor allen Dingen jetzt für den Frühling. Glocken. Die Glocken läuten, genau, von der Kirche. Was hast du denn für einen Kuchen gemacht? Sache. Okay. Hey, Blume. Eine Blume, genau. Blumen. Ein Blumenkuchen. Cool. Cool. Ui, der Wind. Was kochst du denn, Liam? Ei. Ein Ei. Okay. Schöner. Ja, die sind schön, die Blumen, ne? Sind die schön, die Blumen? Mehr. Ja, das sind mehr. Wir gehen jetzt mal auf den Spielplatz. Baby, 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 baby.